In der Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden fand am 18. Juni 2011 ein außergewöhnliches Projekt seinen vorläufigen Abschluss. Über 60 Schüler aus unterschiedlichen Dresdner Schulen setzten sich unter dem Motto »Bedenken, Vergangenheit begreifen, Zukunft in die Hände nehmen« mit Haftschicksalen junger Menschen in der sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR auseinander. In einem Geschichtskurs gestalteten Schüler eine Ausstellung zu diesem Thema. Zugleich interviewten sie nach eingehender Vorbereitung Zeitzeugen und gestalteten auf diese Weise eine Videodokumentation, die nun auch als Teil dieser Ausstellung in der Gedenkstätte zu sehen ist. Das Besondere an diesem Projekt ist aus meiner Sicht, dass die Schüler und Schülerinnen aus ihrer Lebenswirklichkeit, ihrem Lebensalltag heraus losgezogen sind mit ganz zentralen Begriffen und geforscht haben, Schritt für Schritt Zeitgeschichte freigelegt haben, sich mit Überlebenden und mit Zeitzeugen sozusagen getroffen haben und mit diesen Zeitzeugen das aktiviert haben, was zu einer fast identischen, fast gleichen Lebenszeit wie bei den Schülern und Schülerinnen geschehen ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz bedeutender Ansatz, weil über dieses Engagement der damals Jugendlichen den heutigen Schülern und Schülerinnen mitgegeben wird, welche Verantwortung sie haben, um selbst kritisch reflektierend in der heutigen Gesellschaft unterwegs zu sein und ganz bewusst gegen aufkeimendes Unrecht aufzutreten. Es ist deutlich, dass die jungen Leute keinesfalls aufgesetzt oder von außen gedrängt, sondern tatsächlich aus inneren Engagement sich dem Thema genähert haben und teilweise es in einer Expressivität und mit einer Fantasie nach außen deutlich gemacht haben, die schon beeindruckt. Und demzufolge bin ich sehr froh, dass das stattgefunden hat. 2 Jahre arbeiteten die Schüler an diesem Projekt. Neben der historischen Spurensuche versuchten die Schüler, sich in Workshops auch künstlerisch dem schwierigen Thema zu nähern. Mühe und die Hingabe, mit der sich die jungen Leute mit diesem Thema identifiziert haben, hat mich tief berührt. Das ist zwar nicht an Dritte vermittelbar, für diejenigen, die das selber erlebt haben, aber es ist zumindest sehr, sehr wichtig, dass sich junge Leute mit dem Thema selbst vertraut machen. Am spannendsten war für mich, als ich selber ein Zeitzeugeninterview führen durfte, weil alleine die Vorbereitung für dieses Interview war schon sehr, natürlich sehr zeitintensiv, aber natürlich auch hochinteressant. Das Interview selber war natürlich auch toll, weil man hatte dann auf einmal hautnah so einen Menschen vor sich, der so viel erlebt hat. Und ja, also das fand ich sehr schön. Es war natürlich auch sehr emotional, weil das Thema natürlich nicht unbedingt das Einfachste ist, aber doch, es war schon sehr schön. Und ich bin sehr traurig, dass das ganze Projekt vorbei ist. Die Auseinandersetzung mit den Schicksalen der ehemaligen politischen Häftlinge war eine Erfahrung, die den Schülern Einsichten brachte, die weit über eine historische Betrachtung hinausgehen. So, man sollte sich niemals unterkriegen lassen, man sollte seine Meinung offen zeigen, wenn man seine Meinung sagen möchte. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, dass wir halt in einer Demokratie leben dürfen und man sollte unbedingt den Leuten danken, die sich schon damals dafür eingesetzt haben. Begleitet und angeleitet wurden die Schüler von Historikern, Künstlern und Filmemachern, die ihnen vor allem die Möglichkeit der Umsetzung des Themas aufzeigten und sie bei der Erarbeitung der Ausstellung, der künstlerischen Arbeiten und der Interviews unterstützten. Überraschend war für die Workshopleiter, wie vielfältig und umfänglich sich die Projektarbeit gestaltete. Es ist viel mehr geworden, als wir uns vorgestellt haben. Wir haben das letztendlich, als es entstanden ist, das Projekt, erstmal laufen lassen. Wir haben geguckt, was die Schüler wollen. Wir haben das entstehen lassen. Wir haben suchen lassen. Und dass es jetzt so ein Ergebnis ist, das haben wir damals gar nicht erwartet. Wichtig war aber auch, dass die Schüler es lernten, gemeinsam an den Aufgaben zu arbeiten, sich auszutauschen und sich kritisch mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. So konnten sie über die inhaltliche Beschäftigung mit dem Thema politische Haftsituationen in der früheren DDR-Zeit wichtige Impulse für ihr weiteres Arbeiten aufnehmen. Vielleicht sind sie toleranter geworden. Also wenn ich in die Gruppe schaue, wie es am Anfang war, die einzelnen Schüler sind ja, wir haben ja 18 Schüler im Geschichtskurs oder eigentlich insgesamt 20 Schüler. Es waren ja erst einzelne Schüler aus ganz verschiedenen Schulen und die sind zu so einer guten Gruppe zusammengewachsen. Das waren Schüler aus Mittelschulen, aus Gymnasien, aus den unterschiedlichsten Schulen und Klassenstufen. Die sind zu so einer guten Gruppe zusammengewachsen. Also wo ich sehe, dass sie einfach ganz viel an Toleranz, an Gemeinschaftsgefühl gelernt haben. Und ich denke, das hat ganz viel in denen bewegt und es wird sie sehr selbstbewusst und stolz gemacht haben, dass sie das in diesem Rahmen präsentieren konnten. Das denke ich.
Bei der Präsentation der Ergebnisse waren auch viele der ehemaligen Häftlinge gekommen, die im Rahmen des Projektes mit den Schülern zusammengearbeitet haben und über ihre Erfahrungen mit den Schülern sprachen. Die künstlerischen Darbietungen und die Ausstellung beeindruckten sie tief. Besonders im Hof, im ehemaligen Freigang zur russischen Zeit, war das schon irgendwie sehr emotional, was die Schüler gemacht haben und vor allen Dingen die Art des die musikalische Umrahmung all in diesem Ding, da denkt man doch zurück an eine Zeit, wo man, naja, ich würde sagen, hoffnungslos, aber doch mit Hoffnung sich irgendwie vergraben hat, um zu wissen, ob man vielleicht doch wieder nach Hause kommt. Im Weiteren wird es darum gehen, die Ergebnisse des Projektes einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und vor allem in den Schulen das Thema präsent zu machen. Abschließend kann man sagen, ein gutes Werk, was gut gelungen ist, wenn es den Nachhall findet in der Presse oder in irgendwelchen anderen Publikationen, kann man nur stolz drauf sein. Der Verein Gedenkstätte Bautzner Straße e.V. ist dabei, die Projektergebnisse in einer Buchpräsentation zusammenzufassen und die Zeitzeugeninterviews auf DVD zur Verfügung zu stellen. Eine Weiterführung des Projektes ist ebenfalls geplant. Viele der Teilnehmer haben dafür schon Interesse bekundet. Vielleicht gelingt es sogar, gemeinsam mit Zeitzeugen und Jugendlichen einmal auf Reise zu gehen, um die Spurensuche an den Orten fortzuführen, an denen die Häftlinge damals ohne die Hoffnung auf Freiheit Jahre ausharren mussten.